Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 6 von Würmern und Dämonen der letzten Mission zu den Orks. Es ist eine kleine Umgewöhnung für mich, jetzt vom Controller bei Dark Souls wieder auf Tastatur und Maus bei Heroes 6. Macht sich nicht ganz einfach, aber ich versuche mein Bestes. Dämonen sind in Aschern eingefallen und Sandor, der ein Talent dafür entwickelt zu haben scheint, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, hat die Stämme der Pau-Inseln geeint, um der legendären Nemesis der Orks entgegenzutreten. Orks und Naga haben ihre Differenzen beiseite gelegt oder gestellt und arbeiten jetzt gegen die Dämonen zusammen. Die Naga arbeiten an einem Zauber, der alle Dämonen auf den Inseln vernichten wird. Aber um ihn zu vollenden, brauchen sie noch eine letzte Zutat. Eine von Aschas Tränen. Wenn das alles ist, dass wir Aschas Träne finden sollen, dann schaffen wir das. Wenn es aber so ist, dass wir die Dämonen vernichten sollen, da sehe ich keine guten Chancen. Wir haben nicht viel leveln können in der letzten Kampagne. Die barbarischen 7. Wir versuchen unser Bestes. Wenn Dämonen unangemeldet auf Besuch kommen, ladet Orks zum Essen ein. Ja, eine gute Idee. Wenn die Schwiegermutter kommt, ladet einfach euren schlechtesten Freund ein. Neue Aufgabe verfügbar, eine letzte Träne, die wir vergießen, um irgendwie voranzukommen. Aktives Ziel, sammelt 500 Kristalle. Beschützt die Stadt Haruru. 500 Kristalle? Das ist nicht leicht. Wahrscheinlich werde ich einen Marktplatz brauchen, in dem ich dann die Kristalle irgendwie zusammensammle. Und vorerst bauen wir aber alles andere aus. Wir brauchen euch. Erstmal die Fernkämpfer, dann den Rest. Dankeschön. Unser guter Zyklop wird wahrscheinlich auch noch ein paar Leute haben, die gibst du gleich mal ab. Aber nicht besonders viele. Na, ist nicht schlimm. Gut, du bekämpfst alles, während unser Zyklop alles erobert. Das ist doch ein guter Deal, oder? Ich denke schon. Auf geht's. Gleich eine ganze Armee. Angreifen. Wir dürfen zwar nicht zuerst, aber das ist nicht schlimm. Zaubern. Feuerstrahl auf euch. Ihr könntet die angreifen. Ihr wartet aber noch. 11 bis 14. 17 bis 30. Das hört sich gut an. Natürlich nur 17. Warum auch mehr? Sehr gut. So, die nächste Runde. Perfekt. Dann Feuerball. Einfach nur, weil wir es können. Ja, 6 bis 8. Komm, wir machen noch Blutdurst rein. Die Blutrage. 11. Okay. Und das war's. Gut, wir bekommen Verteidigung dazu und gehen gleich auf die nächsten. Verfolgen. Wir brauchen noch ein bisschen Blutreputation für unsere zweite Reputation. Das muss irgendwie klappen. Sehr schön. Mit Glück 14 Stück. Und bisher ist nur ein Ork gestorben. Das müsste doch funktionieren. Geht doch. So, die Erzmine holen wir gleich, den Rest später. Das ist noch ein bisschen härter. Ihr seid nur ihr, ne? 11 Stück, das kriegen wir hin. Feuerstrahl. Abwarten. Und weg mit denen. Geschafft. Ah, knapp. Knapp am Level-Up vorbei. So, nochmal Bewegungspunkte, das ist schön. Da gibt's Gold.
Aber wo gibt's Holz? Ich guck mal weiter unten. So, währenddessen kannst du alles einsammeln. Viel Spaß. Ich freue mich. Und das ist die Stadt, die wir beschützen sollen? Haruru, ja. Ah, da, okay. In der nächsten Runde. Legion der Vermehrung an der Reihe. Speer der Naga und Orks sagen, dass es hier viele Kristallvorkommen gibt. Ich muss sie sichern und ein Auge auf überdimensionierte Köder haben. Überdimensionierte Köder, was hat das zu bedeuten? Dass irgendjemand uns eine Falle gestellt hat? Wahrscheinlich. So, Randa. Alle verfolgen. Jetzt ist noch die Zeit, Blutreputation zu sammeln. Und das war's. Na endlich, Level up. Sehr gut. Gleich mal gucken, wir haben ja noch zwei Fähigkeitenpunkte, die könnten wir weiter in Glück legen, dann haben wir fast nur noch Glück. Oder wir gehen noch auf sowas wie Gegenschlag, haben wir schon voll. Wir haben auch die Fernkampfdinger voll. Amoklauf, wenn eine verbündete Einheit dreimal hintereinander angreift, gewinnt sie bis zum Ende der Schlacht 7 Angriffe hinzu. Es zählen alle Angriffe, die Schaden verursachen. Metzeln, die erste eigene Einheit, die eine Feindeinheit vollständig vernichtet, bekommt sofort eine weitere Aktion. Außerdem profitiert sie drei Runden lang von 23 Moral und 5 Initiative. Das hört sich gut an. Unverwüstlichkeit. Wenn eine verbündete Einheit dreimal hintereinander angegriffen wird, gewinnt sie bis zum Ende der Schlacht 5 Verteidigung. Also das ist ungefähr das Gegenstück zu dem. Riesentöter. Steigert den Schaden der großen und riesigen Kreaturen. Zugefügt wird um 11%. Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Glück. Okay. Die Harpie ist uns zugetan. Da gehen wir hin. Und ausbauen sollten wir auch noch. Die Zentauren, ja. Um wenigstens ein paar Fernkämpfer zu haben, das ist top. So muss das sein. Geh mal kurz rein, hol sie dir. Und bau gleich das nächste Gebäude. Mit Harpien. Okay, auch wenn wir jetzt noch ein paar Kristalle ausgeben, das wird schon spätestens dann, wenn wir die Gebäude haben, den Marktplatz und unendlich Gold, dann haben wir keine Probleme mehr. Ein Konfluxglobus. Und ihr seid nur alleine. Dann ihr zuerst. Feuerball auf die beiden Parteien. Dann müssen die weg. Perfekt. Eine Goldmine, das sichert uns schon mal wieder ein bisschen mehr. So, da wird's dann eklig. Bescheiden, trivial. Also die könnten wir vernichten. Was war hier noch? Altar der Lakaien. Ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal hin. Du kannst den Rest noch holen. Oder dich oben mal umgucken. Ja, es sieht so aus, als wenn hier nicht mehr so viel ist. Aber immerhin, ein paar Leute laufen hier noch rum. Kristalle. Einweggeistertor. Das ist ja eklig. Dann weiß ich schon, wo die Feinde herkommen nachher. Ihr seid alle feindselig. Nee, das brauche ich nicht. Komm, wir gehen zurück. Gut, aber wenigstens haben wir es im Blick. Das ist schon ganz gut. Du solltest jetzt die anderen hier vernichten. Die Wölfe.
In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Feuerstrahl. Ja, erstmal auf die großen Wölfe, ne? Abwarten. Oh, die sind hart. Die halten einiges aus. 5 bis 8. 13 bis 16. Komm, die kriegen wir. Na also. 6 bis 8. Nee, du wartest. In der nächsten Runde greifen wir erstmal die da an. Perfekt. Abwarten. Und das war's. Nicht genug Bewegungspunkte. Ausbauen. Ja, die Orkhöhlen, ne? Sehr schön. Annehmen. Dankeschön. Damit gehört das Gebäude auch uns. Und wir laufen zurück. Perfekt. Können wir noch irgendwas bauen? Wir könnten euch ausbauen. Oder erstmal den Marktplatz, so. Gut, hier haben wir soweit alles. Du holst jetzt das Holz noch hier unten. Ach, du kannst noch laufen. Ja, schau dich hier mal um. Gut, den Marktplatz haben wir. Wir brauchen das Portal. Das kostet schon allein 5 Kristalle. Und 5 Holz. Halle der Helden erstmal. Und dann ziehen wir los. Holz können wir immer gebrauchen. Und Gold sowieso. Kriegen wir die Träne Aschans nur durch 500 Kristalle? Das wäre aber traurig. Inferno Festung. Wie infernalisch. Ja gut, die könnten wir versuchen zu holen. Wir speichern lieber an dieser Stelle. So, der letzte von uns gespeicherte Stand war... Sicher ist sicher. Das heißt, sicher ist sicher darf nicht überschrieben werden. Ein anderer Platz ist okay. Die Dämonen sind also zahlreich hier? Ich muss meine Städte gut befestigen und meine Kristalle schützen. Sie werden erfahren, wie eifrig die Orks gegen sie kämpfen. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Auf geht's. Die erste kleine Festung gehört gleich uns. So, Feuerstrahl. Erst einmal auf euch. Dann auf die Succubi. Abwarten. Gut, die sind gleich weg und am schlimmsten sind noch die Molochs. Aber der Rest ist okay. Das kriegen wir hin. Okay, Pause. Sehr gut. 16 bis 22 sterben. Na, sind noch ein paar übrig. Okay, weg mit den Succubi. Dann hat er schon mal keine Fernkämpfer mehr. Und jetzt weg mit denen. Abwarten. Einmal der Moloch. Es sind noch 5 übrig. Glaube ich zumindest. Man sieht die Zahl so schlecht. Die ist so ein bisschen versteckt.
Okay, die nächsten kommen raus. Sei es, wie es sei, Kartoffelbrei. Gut, die sind weg. Jetzt auf die. ...18 bis 25 würden sterben. Nee, warte noch. So, jetzt müssten ja 18 bis 20 sterben, wenn ich mich nicht verrechne. ...17 bis 20. Hm. Aber immerhin, alle 20 sind weg. Gut, Blutrage rein. Einmal bitte auf den da. Na also, das war's. Und jetzt sind nur noch die dran. Geschafft! War jetzt nicht allzu schwer. Das ging. Konvertieren bitte. Einmal überspringen und in unserer Hauptfestung bauen wir jetzt das Portal. Einfach nur, dass wir jederzeit zurückkommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ihr seid aggressiv. Warum wollt ihr mich nicht unterstützen? Ihr seid so doof. Gut, Mana holen wir uns gleich noch. Jetzt holen wir uns erst einmal Gold. Und laufen hier mal lang. Gut, die erste Woche ist rum.